Hallo, ich heute mal persönlich. Kleines Update. Morgen kommt das Auge von Tanami raus. Der Tierarzt kommt vor Ort und dort werden wir das Auge leider entfernen, weil er hat immer noch 70 Augendruck. Das ist natürlich viel zu hoch. Dann eine Netzhautablösung und damit ist leider das Auge nicht mehr zu retten. Ja, das war natürlich nicht das Einzige, was mich dieses Jahr auch noch ereilt hat, sondern der nächste Kandidat ist der da. Mojak ist 16 Jahre bei mir geboren und er hatte dann dieses Jahr unerklärliche Lahmheiten im linken Vorderfuß und im rechten. Eigentlich wussten wir nicht genau, ob es der rechte war. Jedenfalls hat sich herausgestellt, dass er ganz starke Arthrose hat im linken Hinterhuf und auch im rechten Vorderhuf. Tja, er läuft teilweise richtig schlimm lahm. Da müssen wir auch jetzt drauf achten, obwohl er erst 16 ist. So, und da das nicht reicht, habe ich dann noch einen Kandidaten dieses Jahr. Der roch immer aus der Nase. Das ist der Halbbruder von meinem Mojak. Der Hengst war damals mein Schwarzwälder Hengst. Und hier war die Haflinger Stute, die Mama. Bei dem Mojak ist die Wilko Polski Stute, die Mama. Der roch jedenfalls am Anfang des Jahres immer stark aus der Nase. Ich dachte, es ist einfach nur eine kleine Bronchitis. Tierarzt war da, hat eine Sonde geschoben, sich alles angeguckt und wir haben herausgefunden, dass sein Backenzahn gespalten ist, also zerbrochen und der raus muss. Und das geht nicht hier vor Ort, weil der ist so blöd gebrochen, dass da oben eine Arterie langläuft und der Gestank muss dann gespürt werden. Das heißt, dass da ein Loch in seinen Schädel gebohrt wird, also muss ich in die Klinik fahren. Und der liebe Herr Grell wird sich um das Pferd kümmern. Er kann es leider nicht in seiner Klinik machen, sondern wir müssen da auch noch nach Dalgo fahren, also noch weiter, also so wie damals mit meinem Tanami mehrere Stunden. Dann muss das Pferd auch noch eine Woche da bleiben, weil das muss gespült werden und dann bekomme ich es wieder. Also irgendwie hat dieses Jahr genauso schlecht angefangen, wie voriges Jahr geendet hat. Ich kann noch nicht mal die Pferde so lassen, sondern ich muss mich drum kümmern, kann auch nicht mal sagen, der läuft mit dem gebrochenen Zahn zu, so, auch wenn er frisst. Der hat ja trotzdem Schmerzen und sowas kommt ja gar nicht in die Tüte. Aber ja, ich werde mal sehen, wie es mit meinem Reitbetrieb weitergeht, weil das muss ich erstmal alles reinarbeiten. Das Shetty hat ja schon gekostet, das Einschläfern. Das sind ja über 1000 Euro, also irgendwie macht mich die Gott hier tot. Ja, das wollte ich euch nur mal berichten. Werde am Mittwoch auch zeigen, wie es Tanami geht. Und dann machen wir jetzt Hängertraining mit dem Jagged. Aber der geht Gott sei Dank gut auf den Hänger. Aber man kann das immer wieder auffrischen. Und dann werde ich dem demnächst in die Klinik fahren. Ich wünsche euch einen besseren Start ins neue Jahr. Und auf meinem Kanal werdet ihr neue Sachen erfahren. Bis dann.